So, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Auf dem Weg zu einem Galaxy-Ride hier. Mit den Leuten aus der Nachbarschaft von unserer kleinen Gruppe hier. Kurz chillig am Abend mal einen Raid hier. Ich habe nur noch meinen zweiten Account, Hong Junior, am Start. Alter, das ist echt erschreckt. Zum Glück hast du es ja noch aufgenommen. Ja, komm. So, nachdem ich erschreckt wurde und vollkommen aus dem Konzept geraten bin, haben wir danach noch einen Galaxy-Raid gemacht mit allen. Zuerst zu viert, die anderen, ich bin nicht reingekommen mit meinem Handy, das GPS-Problem hat. Aber die haben es nicht geschafft, zu viert, war echt knapp. Und da mit dem kleinen Account bin ich noch reingekommen, das hat dann gereicht. Galaxy leider bei mir geflohen und bei der Freundin, die mich gerade erschreckt hat, auch. Da durfte ich die letzten paar Bälle werfen, hab's aber trotzdem leider nicht geschafft. Tut mir leid nochmal. Ansonsten gehen wir jetzt über die möglichen Raid-Bosse. Das war das Thema, worüber ich reden wollte, bevor ich aus dem Konzept gebracht wurde. Ihr habt schon ein paar Vorschläge gebracht. Mögliche Raid-Bosse, die wir sehen wollen. Wie zum Beispiel Ampharos, Donphan, Ursaring, natürlich Hytera, Dragoran, Miltank, Kikli, Nocturne und der andere Typ, wie heißt der? Capoeira, Geowatz. Ja, das waren ein paar Ideen, ein paar Vorschläge. Die schauen wir uns gleich nochmal genau an. Was davon echt relevant ist, ein paar von den nicht relevanten Vorschlägen von euch. Und Neuigkeit, die ist aber noch nicht bestätigt, deswegen bespreche ich das nur ganz kurz. Moment, wo ist das? Wurde möglicherweise das nächste Event geleakt. Ein paar Informationen haben wir. Oh mein Gott, wo ist das? Und zwar für das einjährige Jubiläum. Und in der Information, die geleakt wurde, steht auch was zu den Raids, dass die rotieren werden. Wie Nesta alle 2 Wochen. Das schauen wir uns gleich nochmal genau an mit den anderen Vorschlägen, mit den Details zu den Raid-Bossen und welche wir sehen wollen und welche da eher sinnlos sind. Aber jetzt auch mal kurz die geleakte Information zum Einjährigen. Also das soll vom 6. Juli bis 9. Juli gehen, also einschließlich 9., sprich ab morgen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, die 4 Tage. Und es gibt anscheinend irgendwelche Belohnungen und wie gesagt, das mit den Raid-Bossen steht da drin. Und mehr EP, keine Ahnung wie viel genau, aber wieder mehr EP. Da steht von Raids, aber auch anderen Ingame-Aktionen. Da steht nicht genau was, also lassen wir uns mal überraschen. Muss nicht wieder Fänge sein, muss nicht entwickeln sein, also keine Ahnung. Möglicherweise, ach echt keine Ahnung, schauen wir mal. Und dann Lucky Eggs, also Glückseier und Raid-Passe, 75% Rabatt im Shop. Also mit den Glückseiern übertreiben die echt. Raid-Passe kann ich verstehen, ist echt saftig. 25 kosten die dann nur. Kann man sich schon ein paar gönnen oder manche wahrscheinlich, so wie ich die kenne, werden auf Vorrat echt eine Menge kaufen. Schreibt unten rein, wie ihr das findet und ob ihr welche kaufen würdet. Und dann, was sehr leidend für mich ist, ein limitiertes Pikachu. Wieso ist das leidend? Weil ich von den anderen 2 limitierten Pikachus 100% habe. Das ist übrigens auch mein Ass im Ärmel gegen Julian. Ich hoffe, er wird es nicht haben. Weil der eine war echt selten. Den gab es nicht mal eine Woche lang. Und da ein 100% zu bekommen, ist richtig selten gewesen. Also ich kenne bisher keinen einzigen anderen außer mir selbst. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Wichtigste für alle, das Interessanteste, mehr Sternenstaub. Mehr Sternenstaub. Auch da steht wieder nicht genau wie viel, aber das interessiert glaube ich viele. Zumindest davor, mit dem alten Arena-System, wo jeder auf Pushen geil war. Aber jetzt sollte man trotzdem Pushen nicht außer Acht lassen und Sternenstaub immer wichtig, immer saftig. Und dann noch mehr Items aus den Stops und in den Arenen, aber das ist relativ irrelevant. Außer für Leute mit wenig Stops in ihrer Umgebung, aber das ist jetzt echt nicht so wichtig. Auf jeden Fall echt ein paar coole Sachen, aber wie gesagt, das ist alles noch unbestätigt, also schauen wir mal im Verlauf des Abends und wenn es morgen dann bestätigt ist, gehen wir nochmal genauer drauf ein. Auf jeden Fall schreibt unten rein, wie ihr das finden würdet, das Event. So, kommen wir nochmal zurück zu den Raid-Bossen und falls die Information da stimmt, die geleakt wurde, der Bestätigung, dass die rotiert werden. Wenn es alle 2 Wochen ist, ist das zu kurz? Schauen wir mal, also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu kurz, wohl 14 Tage. 14 Tage, alle 2 Wochen. Ist eine relativ kurze Zeit, also da hatte man öfters bei den Nestern nicht die Zeit, ein bestimmtes Nest abzuchecken. So dass ich ein bestimmtes Nest gar nicht abchecken konnte, von der Zeit her nie geschafft habe. Bei den Raid-Bossen könnte es genau dasselbe sein, genau dasselbe passieren, dass ich einen bestimmten Raid-Boss nicht mehr zeitlich erwische, weil die Zeit echt zu kurz ist, die paar Tage. Genauso wie jetzt, ich habe es noch nicht geschafft, gegen die verschiedenen Dreier anzutreten. Bisher erst nur ein Machomai und ein Akani. Und gegen das Akani habe ich leider knapp verloren. Da brauche ich nochmal eine Chance und dann gibt es dann noch
Simsala, Gengar, Flamaga, Blitzer, Aquana, noch end viele. Und wenn ich nur einen Raid am Tag mit dem Freien mache, sind das bereits 6 Tage. Das ist schon die Hälfte der Rotationszeit, bevor es wieder wechselt. Sprich, die Zeit ist relativ knapp, aber dadurch kommt halt immer frischer Wind. Und welche Pokémon würden wir da gerne sehen? Geowatz auf jeden Fall. Der könnte zum Beispiel Lizagos ersetzen. Ampharos. Ampharos auf jeden Fall, der wäre echt saftig. Ich kenne viele, die haben Ampharos noch nicht. Viele sind mit Vati gegangen oder Voltilam. Ich glaube, er, der könnte als Vati kommen und dafür in einem Zweier. Viele von euch haben auch vorgeschlagen Gyarados und die Gen 2 Starter. Also die Gen 2 Starter gibt es schon, aber nur halt die Vorentwicklung. Ich finde, das reicht eigentlich und Gyarados brauche ich auch nicht unbedingt. Carpador. Ansonsten so Sachen, Dornfan auf jeden Fall echt selten. Kann man echt gebrauchen. Ursaring sollte man echt nicht unterschätzen. Dann solche Sachen wie Kikli, Capoeira, Nocturne sind auch echt gut, finde ich. Und auch eine gute Chance, die als 100% zu bekommen. Und Spawn auch recht selten, also das wäre auch echt eine gute Idee. Aber wenn es so oft rotiert, wenn es echt alle 2 Wochen ist, dann wird da eh jedes Pokémon mal drankommen. Also ich bin gespannt, wenn die Information stimmt, wird alles schon morgen eintreten und die Raid-Bosse werden morgen schon gewechselt. Ich versuche heute noch einmal meine Chance gegen Akani. Falls ich den sehe, wenn nicht, dann spare ich mir vielleicht den Raid Pass auf und mache morgen 2 dann mit, wenn es 2 neue gibt. Was mich auch interessieren würde, wäre, wenn Gen 3 rauskommt, wie schnell würden die Gen 3 in die Raids integrieren? Es kann ja schlecht sein, dass direkt, wenn Gen 3 rauskommt, die krassesten, so wie Despotar und Galaxo oder so, direkt auch als Raid-Bosse verfügbar wären. Das würde mich auch sehr interessieren. Aber das war's. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zum Wechsel, falls das stimmt. Falls es stimmt, wie würdet ihr das finden? Und natürlich nochmal, welche Raid-Bosse würdet ihr gerne sehen? Welche braucht ihr noch? Und allgemein, wie ihr das Event findet, falls es so stimmt. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.